Das ist eine Torte, die hat unten ein Schokoladenbiskuit, hat auf dem Schokoladenbiskuit einen Tonkabohnen-Ganache und dann einen Grapefruit-Chili für die Säure ein bisschen. Und außenrum ist dann ein Ganache von einer 70%igen Schokolade aus Ghana. Für uns eigentlich auch war es einfach ein bisschen ein Trick, dass man aufs erste Mal eine Torte hinbekommt, die eigentlich eine perfekte Harmonie hat vom Geschmack. Also das war uns auch einfach wichtig, dass wir, wie gesagt, eine schöne Torte haben, die aber auch sehr gut schmeckt. Die Torten müssen aber nicht nur gut schmecken, sondern vor allem rechtzeitig fertig werden. Denn von ihrer sogenannten Chocolate Heaven, zu Deutsch Schokoladenhimmeltorte, müssen die drei angehenden Konditorenmeister Moritz, Fabian und Christoph 29 Stück kreieren. Ja, die Blume ist auch komplett aus dunkler Schokolade. Wir haben jetzt 36 so Blüten gemacht, ein bisschen Verlust ist immer dabei. Aber wir haben weit über 1.500 so kleine Blütenblätter produzieren müssen für die Messe jetzt. Insgesamt will die städtische Konditorenmeisterschule 240 Torten zur internationalen Handwerksmesse beisteuern. Es ist prinzipiell ein Unterrichtsprojekt von der Meisterschule für das Konditorenhandwerk. Die Meisterschüler haben Ideen, welche Torten sie machen können. Und dann in einer Gruppe von drei Meisterschülern wird eine Torte kreiert. Wie viel Arbeit steckt in dieser Torte? Sehr viel Arbeit. Bei uns ist viel kleine Sachen, was auch detailgetreu sein musste. Wie zum Beispiel die Blume bei dem Zwerg oder die Pilze, bis wir die alle gezogen haben. Wir haben ja nicht nur ein Objekt gemacht, sondern wir haben insgesamt 29 gemacht. Dass wirklich jede Grammzahl gleich ist vom Zwerg, dass die Nase bei jedem gleich groß ist, der Hut gleich groß. Weil alle 30 Torten ja gleich aussehen sollen, das ist dann schon nicht so einfach, wenn wirklich alles. Aber das gehört ja zu unserem Handwerk dazu. Am 9. März werden die 240 Torten dann unter den Besuchern der Handwerksmesse verlost. Los kostet 5 Euro, jedes vierte Los gewinnt und das ist eine ganz tolle Sache, weil letztendlich, das geht dann über die Konditoreninnung und letztendlich kommt das einem guten Zweck zugute. Es sind so um die 5.000 Euro und die gehen diesmal an den Adventskalender von der SZ. 450 Kilo Zucker, 250 Liter Sahne, 860 Kilogramm Schokolade. So viel Rohstoffe verbraucht die Konditorenmeisterschule jährlich. Die Besucher der Handwerksmesse werden sich jedenfalls freuen.